Hey Leute, ich bin euch wieder zu Project Zero. Und oh, wenn klitschen hast, ich muss weiter. Die Frage ist gerade, wo genau müssen wir hin? So, da wir jetzt komplett nass sind, heißt das für mich, dass wir vermutlich öfter angegriffen werden. Ich glaube, wir müssen jetzt zum Tempel, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Darum gehen wir da jetzt auch mal hin. Das summt irgendwas. Singt was? Ich bin nicht ganz sicher. Gut. Auf jeden Fall versuchen wir jetzt mal hier reinzugehen. Also wir konnten hier ja die ganze Zeit nicht rein. Also ich könnte die Glut benutzen. Ich muss wirklich hier... Ja, aber ich muss sie ja erstmal finden. Sie ist doch weg, oder? Also sie folgt mir ja nicht mehr. Ich weiß ja nicht, wo sie hin ist. Ja, das Problem aktuell. Wir können jetzt. Ne, hier drüber nicht, aber wir können hier auf die Karte gucken. Steht da unser Zielort? Wir sollen immer noch raus, okay. Gut, da gehen wir jetzt ja hier rechts lang, da runter und da durch, okay. Okay, unser Ziel ist immer noch rauszulaufen. Dann machen wir das. Wie gesagt, wir sind gerade ziemlich nass. Was natürlich bedeutet, wir werden öfter angegriffen von Geistern. So, oh, oh. Hä? Ich hab gerade auf die Karte geguckt. Ich bin hier unten lang. Da hinten, da steht sie. Warum steht sie da hinten? Das ist der falsche Weg. Ich wollte den anderen Weg gehen. Ach, hier ist nochmal ein extra Weg. Oh, die wird schon nie gegangen, okay. Wir gehen hier einfach mal schnell durch. Okay, wir sind so in die Richtung. Das ist ein ziemlich großes Waldstück, wo ich ganz schnell durch möchte. Wer sind denn da? Es wundert mich, dass bisher noch nichts passiert ist. Mal eben auf die Karte gucken. Okay, die sind aber wirklich... Die stehen gut. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Aber wo... Hä, wo ist sie denn jetzt? Ich gehe mal weiter. Ja, hierhin soll ich, aber fortfahren? Ja, ich muss sie erstmal finden. Genau. Ich habe sie eben kurz gesehen, aber ich weiß nicht genau, wo sie jetzt ist. Das ist das Problem. Ich glaube, sie ist die Person, die singt. Das ist richtig hoch. Das ist irgendwo von. Ja, okay, wir können eh nur rechts lang. Kann ich mich eigentlich irgendwie aufwärmen? So, wie das Wasser weg ist? Nee, ne? Okay. Auf jeden Fall habe ich sie doch irgendwo im Wasser gesehen, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Okay, okay, okay. Okay, ich höre. Hier links so. Ich sehe sie nirgendwo, das ist gerade das Problem. Ist sie hinten zum Fluss gegangen? Also zum Fluss, zum Teich. So, erstmal kurz auf die Karte gucken. Wir gehen jetzt hier lang. Ich glaube schon. Gut, die Frage ist, wo gehen wir jetzt lang? Gehen wir da links lang oder hier, wir gehen jetzt da rechts lang? Oh Gott, durch das Wasser. Wir sind ja eh schon pitch nass daher. Das ist ja völlig unwichtig. Also ich denke mal, sie ist hier an den großen. Kann ich euch ja zeigen. Irgendwo hier bestimmt.
Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Okay, ja, wird gespeichert. Hier sind wir echt richtig. Drücke den Moment. Was? Wow. Okay, ich komme gerade nicht weg. Ich komme nicht weg. Ah, ich kann nicht langlaufen. Okay. Okay, W zum Ausweichen. Das habe ich jetzt irgendwie gelernt. Aber jetzt mit dem W und Ausweichen, das funktioniert recht semi-gut. Von mir. Er sieht ihn auf jeden Fall. Sie kommt nicht wirklich näher. So in die Hand. Oh, ich weiß nicht, wie das mit dem B ist. Ich hätte echt nicht zu. Jetzt sehen wir die Hand. Soll mehr sein. Außen dann die Hand zu sehen. Jetzt mehr. Das war gut. Da ist sie wieder. Ich glaube, das ist so ein kleiner Bossfight. Ja. Okay, geh mal weg. Ich hab trotzdem immer. Ich hab so einen Finisher. Da, die Waffe wieder angezeigt, aber. Okay, jetzt hab ich da. Also, die bewegen sich so viel. Das ist da mit drauf, komm schon. Oh, jetzt hab ich's alle. Komm schon, ich mach das Foto. Jetzt hab ich's. Zack. Richtig guter Treffer, okay. Ich bin 34 Fotos möglich, aber ich kann hier nicht mehr langlaufen. Da wird mir nur die Hand wieder angezeigt. Mehr nicht, ich muss erstmal die Hand fotografieren. Also das Messer eher. Da sind die restlichen. Nein! Oh! Komm schon! Da ist richtig viel, komm schon! Seid ihr bereit? Ah! Ich verkackt gerade, aber egal. Also viel. Kommt schon. Näher rein. Ich hab vergessen.
3. Ich muss jetzt mal rumstürmen, dann kriegen wir es vielleicht hin. Also, Level 3 nicht. Jetzt habe ich richtig viele gehabt. Jetzt habe ich wieder. Boom. Das ist ein richtig guter Treffer. Richtig guter Treffer. So, wo ist sie? Irgendwo links von mir. Aber wie viele Flugs muss ich denn noch machen? Hi. Oh. Oh, muss sie. Okay. Jetzt sehen wir ein Fototyp. Jetzt aber zack. Und auf dem Fototyp habe ich noch 69 Fotos. Ich habe nur eins angezeigt. Zum das Foto, ob Kugeln rauskommen, aber oben drin ist oben, okay. Ach, der hat sich mit 2. Das ist auch mit 2. Jetzt sind noch Köpfe zu sehen, aber. Jetzt hab ich 5. Zack. Das war wieder ein guter Treffer. Ja, wie lange lebt sie denn? Muss ich überhaupt gegen sie so lange kämpfen? Das ist ja die Frage. Okay, jetzt aber okay. Ich weiß nicht, wie ich am besten halten soll, alles drauf zu kriegen. Was sind jetzt gerade so quer? Jetzt bleibt da einfach mal stehen, ihr Drecksviecher. Jetzt hab ich noch 5, zack! Puh, okay. Boah, wie lange denn noch? Los. Oh, okay. Und nochmal zack. So gerade. Okay. Siehst du? So mit 2. 3 haben wir. Im Visier. Und sofort noch. Okay. Wenn du einen geschwächten Geist berührst, löst du die Vision aus. Dabei kannst du die Erinnerung des Geistes sehen. Berühr den besiegten Geist. Okay. Berühr den Geist.
Einführung Schatten durchdrängt. Geister, die dich angreifen, können dich mit schwarzem Wasser durchtränken, wenn du das passiert, wenn deine LP titulierlich gesenkt. Benutze reinigende Blut oder besiege alle verwendeten Geister, um den Effekt rückgängig zu machen. Okay, das werden wir aber erst im nächsten Part machen. Puh, der Kampf war hart und lang, brutal. Und Leute, das ist die schwarze Priesterin, würde ich jetzt einfach mal hart behaupten. Und wir sehen uns im nächsten Part, wie es dann weitergeht. Also bis dahin und ciao.